Einen Aber wunderschönen guten Abend alle zusammen zu unserem Pelzer Stammtisch. Endlich mal wieder vollzählig mit der Miss Jet Set, Shalimar Gessner. sorry. Ja, mit der Urschla und mit moi. Und natürlich haben wir ein aktuelles Gossip-Thema genommen, und zwar das Thema EM aus Sicht einer Frau. Weil wir sind ja Frauen. Das ist jetzt so meine Idee. Und ich kann ja mal meine Meinung dazu äußern. Ne? Ich fange mal an, ne? Jo, fang mal an. So. Also, auf jeden Fall, generell mag ich keinen Fußball. Ich gucke Fußball, mag auch keinen Fußball, aber EM und WM gucke ich schon. Allerdings eigentlich nur so die Spiele, die mich interessieren. Das ist Deutschland und natürlich Kroatien, weil mein Mann Kroate ist. Ich würde natürlich auch gerne mit meiner italienischen Freundin das italienische Spiel mitgucken oder mit meiner türkischen Freundin von mir das türkische Spiel. Aber ja, wie gesagt, ich gucke das nur, wenn EM oder WM ist. Und eigentlich gefällt mir Dotrana nur, wenn einer gewinnt und wir gehen Hupe. Was dieses Jahr gar nicht der Fall war. Ich war überhaupt nicht Hupe. So ein Mist, weil Kroatien gegen Italien in der letzten Minute ist ja das Tor gefallen. Dadurch waren die auch nicht weiter durch das Unentschieden. Und Deutschland geht auch in der letzten Minute das Tor, das gefallen ist durch die Spanier im Prinzip, ja, auch nicht weiter waren. Und die Chess und ich wollten eigentlich Hupe gehen an dem Tag, also am Sonntag war das, nee, es war am Freitag, gell? Ja. Und dadurch konnte man nicht Hupe gehen. Generell finde ich diese EM allerdings hat mich ein bisschen genervt, weil es war nicht so wie eine normale WM oder EM. Ich meine, die letzte WM, dadurch, dass es in Dubai war und an Weihnachten war, war auch schon ein bisschen komisch. Aber jetzt bei der EM hatte ich persönlich so das Gefühl, dass alle Gemüter so furchtbar aufgeheizt waren. Also zumindest, was ich halt so auf den sozialen Medien wahrgenommen habe, hat man halt so, keine Ahnung, es gab so riese Welle von den Leuten, wie sich manche Fans benommen haben. Keine Ahnung, jetzt gibt es immer noch Welle, weil die Türkei rausgeflogen ist. Gibt es Meinungen, die Ende sagen, ganz Deutschland war dafür, dass die Türkei rausfliegt. Also alle waren für die Holländer. Und dann beschweren sich andersrum wieder Leute, warum die Türken nie für die Deutschen sind. Also ich weiß nicht, die machen dort raus so politische Diskussionen. Und es fing schon damit an, dass keiner wusste, ob er eine Flagg raushängen darf oder nicht. Also irgendwie habe ich mich gewundert, weil normalerweise, wenn EM ist, sind ja überall die Deutschlandflagge und so. Und ich habe gar nichts gesehen. Und ich selber habe da eine Deutschlandflagge rausgehangen, ohne kroatische Flagge natürlich. Aber okay, bei uns in der Stroß haben noch zwei das gemacht, aber ansonsten gar nicht. Und irgendwie waren die Leute sich unsicher, ob man das überhaupt darf. Das muss man sich mal vorstellen. Die EM ist in Deutschland und die Deutschen fragen sich, ob sie eine Flagge hängen dürfen. Das ist krank. Letzten Endes, irgendwie, der Dommer hat es dann im Internet nachgelesen. Also was man nicht durfte, ist, glaube ich, mit dem Adler die Flagge, weil das eine Flagge ist für Beamte nur. Ich glaube, die durfte man nicht. Und natürlich schwarz, schwarz, rot, weiß, ist klar, die Reichsfahne durfte man nicht. Aber ansonsten durfte man ganz normal die Flagge hängen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass viele das nicht wussten oder viele nur Bedenken hatten und deswegen keiner so richtig gefeiert hat, was ich voll schade fand halt. Ja. Ansonsten, ja, es gibt ja zig Diskussionen, warum fast kein Deutsche mehr bei der Deutsche spielt. Dann dieser Rüdiger, der hat ja dann irgendwie den Finger gehoben. Also habt ihr das mitgekriegt? Den Finger gehoben? Also der hat so gemacht. Ich wusste das selber, also ich glaube so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist der islamische Finger. Ich weiß nicht, ich kapiere das selber nicht. Du gabst da eine Strophe sogar dafür. Der Rüdiger ist so dieser ganz dunkelhäutige, ne? Dann die Türke, die haben ja dann dieses Wolfszeichen gemacht. Das ist ja quasi dann die rechte Türke, da gab es dann Strophe. Die Kroaten und die Albaner haben während dem Spiel quasi beide gegen die Serbe gewettert. Das ist ja eigentlich immer so. Und da gab es dann auch wieder Strophe. Also gefühlt gab es nur Strophe und Diskussionen, wer wo spielt, wer was macht. Dann gab es hier im Vornherein schon die Diskussionen wegen diesem pinken Trikot von der Deutschen, warum die jetzt ein pinkes Trikot haben. Mit diesem ganzen Gegendere. Also ich muss sagen, ich fand es eine sehr komische EM oder es ist eine komische EM für mich. Und ich finde, so der ganze Spaß an dem Thema EM wurde eben durch diese ganze Diskussion genommen. Aber vielleicht könnt ihr Jumo euer Mann. Ja, also ich gucke hier sowieso gar kein Fußball. Ja. Ach, kein EM und kein WM.
Also ich habe es wohl so zwischendrin wahrgenommen, weil es hier auf dem Fernseher lief, aber ich kann dir jetzt gar nicht so viel sagen, weil es ist einfach nicht mein Fall. Also ich habe so diese Grüße, das habe ich irgendwie gehört und so, das habe ich mitgekriegt, kenne mich da aber auch gar nicht aus. Wiederum das mit dem T-Shirt, das wusste ich gar nicht, dass das so da. Also ich habe noch so gedacht, oh, das T-Shirt werde ich vielleicht mal kaufen, weil es endlich mal eine geile Farbe ist. Aber wenn es jetzt schon wieder so ist, los und Messelei wieder. Nee, Spaß, aber nee, also ich hätte es mir jetzt sowieso nicht geholt. Was soll ich mir ein Trikot kaufen? Aber ja, ich habe dann nur so gedacht, ja, endlich mal Shani Farb. Weil ich mag ihr Pink. Ah, ich habe Ja. irgendwie. Ja, ich mag Aber ihr Pink. Ja. du warst schon an der Front in Mannheim, wo ja eigentlich das Party-Hochburg ist. Ging. Also ich hätte jetzt mehr erwartet. Ich habe so gedacht, dass du Motz das Gehupe ist und so. Aber egal Nee. bei wem. Nicht großartig. Also klar, es war mal mehr, mal weniger, aber jetzt nicht so. Ich weiß noch, wie ich jünger war, wo dort meine Oma noch gelebt, so vor 8 Jahren oder so, wenn du sowas war. WM, EM, du ist, jetzt sind die ja bald explodiert. Da ging das ja über eine Stunde. Okay. Ja, also mein Freund meint, es wäre ja beim Türkespiel wäre es ein bisschen mehr gewesen. Kann sein, weiß ich jetzt nicht, weil vielleicht auch die Ludwigshafen über die Brick fahren und so ein Kram. Aber ich habe es jetzt nicht so empfohlen. Also wie gesagt, es war do, ja, vielleicht war es auch ein bisschen mehr bei der Türke. Aber es war jetzt halt nicht so, dass ich jetzt allgemein gedacht habe, ja, wow, es ist jetzt so Motze Trubel, ja. Okay. Ich hätte mehr erwartet. Ja. Also ich habe in Grünstadt gar nichts gehört von Hupe. Weil wir waren ja bei meiner Mama auf dem Geburtstag und da hat Deutschland gespielt und die haben auch gewonnen. Und das ist hier in der Nähe vom Kreisel, normalerweise, weil ich immer am Polizeikreisel lebe und da war gar nichts. Und dann haben manche gesagt, ja, es ist ja noch Vorrunde, es ist ja okay, noch okay, Achtelfinale und so. Ja, aber trotzdem früher hat man auch in der Vorrunde gefeiert, weil ich glaube, das war das entscheidende Spiel, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind, ins Achtelfinale gekommen sind. Ne? Also, und trotzdem hat keiner gehupt. Ja. Also komisch. Uschel, was meinst du? Nee, also wir wären acht, also wenn wir hätte gewonnen, wenn wir Zweiter gewesen, wären wir trotzdem ins Achtelfinale gekommen. Es waren ja Ah ja, Platz siehst du, 1 und 2. genau. Es war ja Platz 1 und 2 war ja ist ins Ah Achtelfinale ja, aber du gekommen. kamst doch mal Hupe her. Das stimmt. Nee, also Huberei gab es schon am wie die Türkei gewonnen hat, war wann hat die Türkei gespielt gehabt? Also nicht das ist so, wie sie ins Achtelfinale Ja. gekommen ist. Da haben bei uns welche gehupt gehabt, aber meine Chefin hat nächste Tag erzählt, damit sie im SWR3 oder RPR1, was weiß ich, was die Sender hört, damit in Eiselberg voll der größte Autokorso gewesen wäre. Okay. Na ja, Ja. klar. Sind ja alle noch Eiselberg-Fahrer, ja. Ja, also ich gucke gern WM und EM auch, ja. Und mein Mann ist leider, ja, der hat jedes Spiel fast geguckt. Also habe ich da auch einige Spiele gesehen. Also die 6-Uhr-Spiele, weil ich am 6 Uhr Feierabend hatte, da habe ich nicht so hingeguckt, weil wir dann nach Hause kommen, dann noch paar Dinge macht, also Spülmaschinen ausräumen oder so, etc. pp. Aber dann die 9-Uhr-Spiele, manchmal habe ich doch noch eine erste Halbzeit gepackt, aber manchmal auch nicht. Ja, aber du hast recht, Jenny, also mit der ganzen Flagge und mit dem ganzen Kram. Also ich habe auch bei uns in der Straße, glaube ich, gerade gegenüber der Nachbarn eine Flagge hängen gehabt, eine Deutschlandflagge. Ansonsten waren. Und manchmal hat auch noch der Napoleon, der Nabo, eine Hänge gehabt, ja. Also auch ein Nachbar von uns. So ein Spitzname, der bei uns in der Straße. Aber ansonsten habe ich kaum Flagge gesehen. Ich habe auch kaum Autos, Schmücke gesehen. Also gerade eins, zwei, erst wie sie dann irgendwie so ins Achtelfinale kamen und Viertelfinale, sind mir dann die Flaggen auch mehr aufgefallen an den Autos. Aber ansonsten nach, ja. Ja, Ja. also was auch total krass war, ist, und zwar der Dommer, wo die EM angefangen hat. Hat er ja so Video gedreht, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so real halt, dass er jetzt das Auto spückt und so, ne? Und ich glaube, an dem Tag, wo Kroatien das erste Mal gespielt hat, hat er halt so Fähnchen ans Auto gemacht und das Eikafe. Und die Leute haben wirklich den Kopf geschüttelt und sich so auf die Art echauffiert, warum der jetzt ein paar Flagge dort drauf hat. Der hat sich voll aufgeregt. Der hat gemeint, Samo, was ist denn das? Was soll das und so, ne? Also total bescheuert. Ja. Also wirklich, und vor allem, ich sag mal so,
Was mich persönlich total gestört. Ich kenne mich mit Fußball, ich bin wie die Schalli, ich kenne mich da eigentlich gar nicht aus. Ich weiß, du ist linkse Tor, du ist rechts Tor und die Ende schießen da rein, die andere dort. Und ich kapiere als gar nicht, in welches Tor die schießen müssen. Ich muss immer zehnmal froh, was ist denn jetzt unser Tor, ne? Aber was mich so voll genervt hat, ist, dann haben die schon mal Tor geschossen und dann immer dieses Zeichen, VAR. Bildschirm, Ja, Video. Bildschirm, die müssen nochmal kontrollieren, ja. Und dann haben sich alle gefreut, es ist ein Tor, dann ist es doch kein Tor am Schluss. Also habe ich gedacht, alle Wei haben so einen Schuss. Und dann, weil ja wirklich super oft, ja, jetzt die Deutschen diskutieren ja total wegen dem Spanierspiel, wegen diesem Handspiel, was eigentlich hätten Elfmeter geben sollen. Und beim Kroatien-Spiel war halt voll die Diskussion, warum 8 Minuten Nachspielzeit, was ich aber ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen kann, weil eine ganze EM gab es keine 8 Minuten Nachspielzeit. Doch, Wo? es gab bei irgendeinem Spiel, gab es, glaube ich, sogar 10 oder 11 Minuten Nachspielzeit. Ja, okay, gut, dann das habe ich schnell mitgekriegt. Aber bis dato, glaube ich, wo die 8 Minuten waren, gab es nur die 8 Minuten. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Die haben darüber halt alle diskutiert. Und die Italiener haben ja in der letzten Minute quasi dieses 1:1 geschossen, ja. Also richtig bescheuert halt, ne? Und da haben halt auch alle so, also bei, ich glaube, bei der Deutschen war die Diskussion, dass die Deutschen nicht gegen die Spanier gespielt haben, sondern gegen die Engländer, weil der Schiedsrichter Englisch ist. Und da gab es auch richtig den Shitstorm auf den sozialen Medien, von wegen, ja, keine Ahnung, also die haben den richtig beleidigt, ne? So habe ich ein paar Reels gesehen, wo die diesen Schiedsrichter halt richtig beleidigt haben. Und beim Kroatien-Spiel, wie gesagt, haben die halt auch auf den Schiedsrichter, weil der halt so, wie gesagt, diese 8 Minuten Nachspielzeit und dass der Jo mit einem, ich glaube, es kam dann raus, dass der quasi auf Männer steht. Und sein Partner Italiener ist und so, also lauter so Stories halt, ja. Wo ich dann halt sah, ja, das ist halt, wie meine Mutter auch immer sagt, beim Grand Prix, es macht so ein Wettbewerb oder wie es generell ist, so ein Wettbewerb macht gar keinen Spaß, weil du immer nur das Gefühl hast, es sind politische Entscheidungen. Egal, was du guckst, ich meine, schau dir mal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Tanzwettbewerbe ist, ob das da auch so ist. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Grand Prix nehme, ne, da hat meine Mutter einmal gesagt, ah, du wirst politisch Punkte vergeben, ne? Du, die vergeben politisch Punkte, wer du gewinnt. Und beim Fußball kann ich genauso mähne, manchmal wie die Entscheidungen getroffen werden, dass es halt politische Gründe oder dass es geschmierte Gründe hat, dass du irgendwie Geld gelaufen ist, wer du jetzt wie gewinnt. Und zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt so an so Misswahl denke oder so, du hast ja auch manchmal das Gefühl, dass du irgendwie komische Entscheidungen getroffen werden. Und das finde ich halt ein bisschen traurig. Und ich finde, es macht so ein bisschen, also macht ihr halt einfach so den ganzen Spaß kaputt. Also erst mal dieses Bildschirm, du frägst dich und dann ist doch kein Tor. Und dann halt so, dass du das Gefühl hast, es läuft halt nicht mit rechten Dingen zu, einfach. Ja, ist jetzt halt so meine Meinung, ne? Es ist halt meine Stammtischmeinung, ne? Deswegen sind wir ja beim Stammtisch, ne? Es ist jetzt nichts Fundiertes. Aber so habe ich halt den Eindruck. Ja, also es ist, das VAR hat viel kaputt gemacht. Also viele Spiele. Also es war ja bei dem Ende Deutschland-Spiel, waren sie, da habe ich, glaube ich, 3 Stück hintereinander. Also das hat ja wirklich total die Stimmung so auch kaputt gemacht. Und ja, bei dem letzten, also wie wir da im Viertelfinale rausgeflogen sind, hat mein Mann dann auch gesagt, ja, warten wir ab, erst mal gucken, ob wir noch eine Nachricht kriegen vom Keller. Ich so, warum eine Nachricht vom Keller? Ei, vom VAR, ach ja, stimmt ja. Ja, Ah ja, es ist saudum. so. Also du kannst ja gar nicht mehr Ja. drauf reden, ob es da Nee. war oder nicht, weil Ja, dieses also denn. VAR, also das ist ja, also so extrem schlimm fand ich dieses Jahr, also bis jetzt, was Ja. man, also was ich geguckt habe, extrem viel. Also ohne Witz, als können die Schiris Das gar war nicht doch selbst sogar Entscheidungen. zweimal, oder? Das war doch sogar zweimal. Also das Dreimal habe ich mitgekriegt. hintereinander bei dem Ah, das war beim Endspiel. Deutschlandspiel, oder? Und Deutschlandspiel gegen, was haben wir davor gespielt? Spanien. Nee, nee, da davor. Gegen Dänemark, das war zuerst nicht Ah, ja. das Tor gezählt, dann diesen Handelfmeter von Dänemark und dann war es da hinten dran noch einer. Nochmal Stab von der Däne, das VAR. Videoassistent, bla bla bla. Also super nervig. Aber so ein VAR kann das ganz schön viele Spiele kaputt machen. Ja, voll. Warum das eine, der eine Elfmeter, warum jetzt sich die Leute darüber aufregen, ist, weil, ja, ich Du bin wusstest, voll du weißt Elfmeter, aber Bescheid. nur, Ja, weil mein Mann Mensch. das alles geguckt hat und ich im Friseurgeschäft schaffe und dann unterhält man sich halt auch viel bei dem VAR. Also, die regen sich nur auf, weil in Däne, also gegen das Dänische, wo wir gegen Deutschland gegen Däne gespielt haben, damit sie diesen Elfmeter dann gegeben haben, aber jetzt hat bei der Spanier diesen Elfmeter nicht.
Und es müssten halt klare Regeln mal folgen, wann es zum Elfmeter kommt oder nicht. Also mit ihrer Hand. Soll man jetzt die Hände alle abhacken oder was? Naja, ist doch so. Oder nicht? Ja, also ich meine, es war auch schon lächerlich bei dem Kroatien-Italien-Spiel, wie viel gelbe Karte du an Kroatien vergeben worden ist. Das war ja schon lachhaft. Also ich meine, an Italien dann später, also generell, was du für gelbe Karte vergeben worden sind, also da habe ich auch gedacht, schwierig. In den letzten Spielen in Spanien bei uns waren, glaube ich, wir hatten 13 gelbe Karte. Deutschland. Demo. Und Ja, Spanien das stimmt, 5. stimmt. 5. Stimmt. Deutschland hat auch so viel, das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand das auch alles ein bisschen doof. Und dann, wie gesagt, dass man halt, es ist halt traurig, dass man halt, ja, wenig, es wird halt, wenn ich über den Fußball gerät, ich meine, davon habe ich eh keine Ahnung, ne? Aber halt eher über diese Handzeichen, wo du gemacht werden und so, dass man sich so aufregt, finde ich halt voll blöd. Also, was ich jetzt positiv wahrgenommen habe, finde ich so die Fans von den anderen Ländern. Ne? Also die Holländer ist ja richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da laufen die da zu 1000 auf und dann machen die alle nach rechts, nach links. Und dann machen sie da so Party. Finde ich voll cool. Also auf sowas stehe ich hier total. Also die, finde ich, haben voll die Party gemacht. Aber ach, die Schotte müssen richtig geil gewesen sein mit Dudelsack und so. Das hat Thomas, seine Schwester und die Family, die waren hier in München zum Eröffnungsspiel. Die haben gemeint, es war richtig cool, wie die Schotte da Party gemacht haben und gejubelt haben. Ach, wo sie das Tor geschossen haben, obwohl es halt nur ein Tor war und sie auch verloren haben. Was auch ganz cool war, waren die Ungarn mit ihrem Free Gigi. Das fand ich auch so lustig, ja. Was soll das sein? Du gab, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab so einen Skandal in Sylt. Da müssen so reiche Ach, Kiddies. das, ja, Ja, okay. genau. Und das ist ja das Lied vom Gigi, wie hieß der? Gigi Agus Ah. Dingsbums. Ja, und dann haben halt die Ungarn aus Gag so einen Banner getragen, die Fans, Free Gigi. Das fand ich ja voll witzig. Ach, übrigens, ne? Ja, sehr gut. Polo, das hat mir heute gefallen. Für die Arbeit wurde ich sogar drauf angesprochen. Aber Oh, gut. Sujumo. Ja, auf jeden Fall. Ja, die türkische Fans ist so klar, die machen immer voll Liebe, aber die stehen halt auch total in der Kritik. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe da jetzt mehrere Meinungen gehört. Ich habe nicht jedes Spiel wie die Chelsea geguckt, aber die Türke haben wohl irgendwie, wo die Nationalhymne kam, gebuht. Glaube ich, also halt die Länder ausgebuht, wo die Nationalhymne kam und glaube ich auch einzeln, ich glaube, haben die nicht gegen Portugal gespielt? Kann das sein? Nee, ich glaube, oh, ich weiß es Heute bin nicht, ich keine Ahnung. euch gar nicht behilflich, Mann. Heute bin ich eher so der stille Teil. Hey, Du du bist heute Chelsea. kannst ja Schau auch der nicht mal. Meinung dazu sein. Schau nicht mal, du bist heute Chelsea. Ja. Ja. Ach Gott, nee, meine Meinung. Puh. Ihr wisst ja, was ich halte davon wirklich absolut gar nichts. Also wirklich nothing. Ja, also pass auf, die Türke hätten halt gebuht, wo die Nationalhymne kam, aber hätten auch einzelne Spieler ausgebuht. Aber die Türke wiederum behaupten, dass andere Länder das Aachen gemacht hätten mit dem Buh. Ich persönlich sage, Nationalhymne ausbuh, egal wer es war, ist respektlos. Das macht man einfach nicht. Das ist meine Meinung und man buht auch keine Das ist Spieler so. Jo, aus. Das macht man auch nicht, weil es ist für meiner Meinung nach Mobbing. Kann jetzt jeder davon denken, was er will. Ist mir auch egal, wer das gemacht hat. Das macht man einfach nicht. Ist mein Empfinden. das stimmt. Ja, und generell finde ich halt auch so schlimm, so dieses Gehetze so gegeneinander finde ich halt auch schwierig, weil ich denke mir halt, also wir haben immer schon WM und EM geguckt und die Jo ist Italienerin und keine Ahnung, der Doma ist Kroate, die Jasse ist Türk, Jessie und ich sind für Deutschland. Keine Ahnung, was wir schon alles so mit dabei gehabt haben. Und im Endeffekt haben wir uns immer für die andere auch gefreut. Ich meine, klar, wenn jetzt Deutschland gegen die Gegnermannschaft gespielt hat, waren wir halt für Deutschland. Aber letzten Endes, ich kann mich noch entsinnen, dass wir Italien gegen Deutschland gespielt hat und ich glaube, Italien gewonnen hat, dann sind wir trotzdem noch mal in einem Gefahrenhuber mit der Jofa Italien. Also, ich weiß gar nicht, wo dieser Hass herkommt und warum man sich das so gegenseitig aufgeilen muss. Und also, ihr müsst euch wirklich mal angucken. Ich meine, TikTok ist hier wirklich der absolute. Keine Ahnung. Also du bist ja absolut Sodom und Gomorra, gell? Also was du für Videos gemacht worden sind, wo auch Leute richtig so die Mannschaften beleidigen und so oder die Fans beleidigen. Also es ist wirklich erschreckend und das muss ich sagen, finde ich halt nicht schön.
Also es hat für mich mit EM und WM und Fußball nichts mehr zu tun. Das ist alles dann, keine Ahnung, politisch gemacht, ne? Ja, also für mich, also ich kam auch nicht so in Euphorie, weil wenn ich überlege vor sechs oder die ganzen EMs und WMs dort vor, da bin ich ausgestattet mit Fahne und habe sogar extra doch die Deutschlandflagge hier mit so einem Stift. Und bei mir kam auch keine Euphorie. Irgendwie war alles so gedrückt und keine Ja. Ahnung. Also irgendwie war die Stimmung total beschissen. Also wirklich. Ja, finde ich auch. Dann musste man auch in Gastronomie, glaube ich, habe ich irgendwie mitgekriegt am Rande, damit da auch sofort dann der Fernseher ausschalten muss, wenn das Spiel fertig ist. Dann darf man auch nicht mehr pfeifen, es darf nicht mehr gepfiffen werden und lauter so ein Fetzkram, was vor ein paar Jahren, also lang vor Corona, das gar nicht, also da ging es ab, letzte WM, wo bei uns war, war ja auch in Deutschland. War das WM? Das war WM in Deutschland. Ne? Oder war das Ja. auch EM? Nee, das war doch Wo man ein Spiel. lautere, doch kann das Lautern doch als Skifahrer sind. Ja, aber Aber das ist ich schon ein war bisschen länger zumindest, her. naja, ich glaube 2008 oder 2006. Ja, ich glaube, 2008 oder 2006, so irgendwas. Ja. Ja, ich meine, ich habe irgendwie auch mitgekriegt, dass die Gastro halt aber auch voll die Auflage gekriegt hat. Wenn die Public Viewing machen wollten, müssen sie halt extrem viel GEZ bezahlen, also GEMA. Und das hat sich dann halt für die meisten nicht gelohnt, Public Viewing zu machen, weil diese Gebühren halt viel zu teuer gewesen wären für nur für die EM das halt zu machen. Deswegen gab es auch so wenig in Anführungszeichen Public Viewing. Ich meine, dann gab es ja vorher auch schon Publicity, zum Beispiel die, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben ja irgendwie die Amerikaner hatten Warnung nach Deutschland zu reisen, zwecks Terroranschläge wegen der EM. Ja, gab es also auch irgendwie, keine Ahnung. Ja, klar, ich meine, es waren halt schon Massenaufläufe, ne? Ist irgendwo halt schon, da waren ja zum Teil 30.000 Fans nur von der Andes-Seite, ich glaube, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber waren die dann in der Stadt, und dann gab es noch die Gegner, wobei man sagen muss, also man hat viele Bilder auch gesehen, dass wirklich alles friedlich abgelaufen ist, dass es jetzt gar nicht wirklich viele Auseinandersetzungen gab. Ich glaube, nur bei Vereinzelten gab es Auseinandersetzungen. Ich meine, das war ja dann wieder okay. Aber ich meine, es ist halt, wie man es sieht, ne? Also Tobias Beck sagt hier zu dem ganzen Thema, wenn es in der Politik hapert und wenn es, sag ich mal, in einem Land richtig viele Probleme gibt, ne, dann hat man ja früher im alten Rom, wenn es so richtige politische Aufstände gab, dann hat man die Gladiatoren rausgeholt und hat die richtig mit Gold behangen und hat Spiele gemacht, dass die Bevölkerung abgelenkt ist, ne? Und quasi abgelenkt wurde von dem Wesentlichen. Und zum Beispiel hat Dommer hat gesagt, ja, wir diskutieren alle über die EM und wer welche Zeichen macht und sonst was. Und währenddessen wurde ein Gesetz beschlossen, dass zum Beispiel Einwanderer eine Steuerbezuschuss, also die kriegen eine Steuerminderung. Ja, genau. Wo dann Dommer sagt, naja, schä, wir alle zahlen voll. Und die anderen kriegen eine Ermäßigung, eine Steuerermäßigung. Es wurde halt nur so, ne? Während der EM beschlossen. Ja. Es ist halt alles, wie man es sieht. Ich meine, klar, EM ist immer alle 2 Jahre oder alle 4 Jahre? Hä? Alle EM zwei alle Jahre. zwei und WM alle Und vier. WM Also alle 4 Jahre, eigentlich ne? immer im Zweierschnitt ist immer irgendwas. Also in zwei Jahren Ja. ist jetzt wieder WM. Und wo ist die? Weiß man das schon? Keine Ahnung, wo die WM ist. Das Ja. heißt, next year ist WM. Nee, next year ist Nee, in nix. zwei Jahren. In 27. Nee, 26, Entschuldigung. 26. 26. Ja, also wie gesagt, das kann man jetzt alles betrachten, wie man will. Ich meine, EM und WM gibt es schon eh und je, aber wie gesagt, ich finde halt die Diskussionen, die es so gibt, sind halt schwierig, ja. Ich meine, keine Ahnung, man kann auch niemanden zwingen, für irgendjemanden Fan zu sein. Ja, und ich finde es total logisch, dass der Doma als Kroate für Kroatien ist und dass Joe für Italien ist. Finde ich total logisch. Ja, also finde ich auch dumm, wenn man die dann dumm A macht, weil die ihr Flagg schwingen. Ich meine, die sind halt von dort. Ich meine, wenn ich jetzt ein normale oder wenn ich jetzt in Barcelona, also wo ich jetzt in Barcelona im Urlaub war, und ich hätte jetzt Pech gehabt, am Freitag wäre ich dort gewesen noch. Ich bin am Donnerstag zurück und dann wäre ich ja trotzdem für Deutschland gewesen. Na, oder wie ich war in Cannes, da haben die ja gespielt, gegen die Däne war das, glaube ich. Und da war ich ja trotzdem für Deutschland. Ich meine, da hat natürlich keiner gefeiert und da waren halt sogar teilweise dänische Fans. Aber egal, ich meine, dann bin ich ja trotzdem für Deutschland. Ja, ist ja total logisch, ja.
Aber keine Ahnung, also ich freue mich nicht, wenn jemand rausfliegt. Aber also ich weiß nicht, dieser Hass, das nervt mich einfach so. Keine Ahnung. Ja, und ich meine, mit dem Trikot, ja, wie du sagst, Shalima, ist eigentlich eine shiny Farbe, aber wenn man dann wieder die Diskussion dahinter sieht, mit diesem ganzen Gegendere und so, dann hat man wirklich schon keinen Bock mehr darauf. Das ist ja das, das muss Ich ich euch wusste gar nicht, dass sagen. das jetzt wegen dem Gender ist, die Pink und so, Pink und Lila. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur so. Ich Nee. habe erst gedacht, das hat was mit, ach, mit Telekom zu tun. Ah, du meinst Magenta. Ach so, ja, stimmt, Ja, ja. Magenta, also sei mir nicht böse, aber ich dachte, okay, das ist vielleicht von denen gesponsert worden, deswegen ist es Pink. Ich habe da jetzt auch nicht geguckt, weil mich juckt das ja eigentlich auch Ah, gar nicht. jo. Ich hätte jetzt nur gesagt, jo, komm, so ne, aus Gag. Der Anti-Fußballer jetzt Pinkness hätte ich mir jetzt halt im Okaf, aber gut, wenn du ja schon wieder so viel Telefans noch dahinter steckt, lass ich soll. Ja, ich finde es total übertrieben, weil ich bin so richtig sauer, muss ich eigentlich sagen, weil ich mochte ja schon eh und je, die Jessica kann das bestätigen, Regenbögen. Ja, also egal, ob ich einen Regenbogen am Himmel sehe, freue ich mich, aber ich mochte auch schon immer Sachen. Ich habe Vans-T-Shirt, da ist ein Regenbogen drauf. Ich habe Ohrringe mit Regenbogen. Regina Regenbogen, das war meine Zeit, ja. Also ich mag einfach Regenbögen. Und jetzt sagt, kann ich, fühle mich jetzt diskriminiert, weil ich kann kein Regenbogen mehr anziehen oder ich was ist, ich kann es nämlich anziehen, aber du musst dich ja Dann halt fragen, wenn du da ein paar Schuhe kaufst, ja, zum Beispiel Kern und ein paar Vans kaufst mit Regenbögen, dann musst du dir ja bewusst oder musst du dir drüber nachdenken, was du jetzt damit ausdrückst, wenn du die Schuhe anhast. Verstehst du, was ich meine? Und das finde ich halt richtig beschisse. Also ich benutze jetzt keine Regenbogensachen mehr oder versuche es nicht zu benutzen, wegen dieser ganzen, wegen dem ganzen Scheiß, doof, gut Deutsch Ja klar, gesagt. weil Und dann das denken nervt ja die mich. Leute, du bist vielleicht Ja. quer, du warst vorher Ja, Frau, was bist weiß jetzt ich, was Mann ich oder was bin. weiß ich, Ja, umgedreht, genau. ja. Ja. Also, Also finde ich ja, dann so. muss ich mal kurz, ich habe letztens so Real gesehen, da habe ich wirklich gedacht, also alle Weih falsch vom Stuhl. Ich kann es dann immer ganz wiedergeben. Da hat einer gesagt, Achtung. Also erst habe ich gedacht, ich bin ein Cis-Mann. Cis ist ja ursprünglich Mann, der auf Männer steht und dann ist er ja schwul. Okay, bis dorthin bin ich noch mitgekommen. Und dann macht er, bis ich dann festgestellt habe, dass ich eigentlich eine binäre, transsexuelle Lesbe bin oder so. Hä? Ja. Ah, nee, non-binäre, transsexuelle Lesbe. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was ist ein non-binär? Du fange ich schon transsexuell, okay, also dann ist er, Zieht er sich war gerne er als vorher Frau ein auf? Mann, oh, jetzt ist er transsexuell, also zieht er sich gern, optisch ist er Ja. gerne Frau, will aber auch Frau sein, ist dann ach lesbisch, also er sieht optisch aus wie Frau, ist aber ursprünglich ein Mann. Aber was ist non-binär? Das weiß ich auch nicht. Ja, jetzt Bin muss ich noch ich das Geodre raus. gleich muss ich noch das Geodreieck raushole, so auf die Ja. Art. Wisst ihr, das ist dann halt so, okay, ganz ehrlich. Ja. Also Ich. wenn ich denn, ich habe hier nur so einen Satz im Kopf, wenn ich denn hier schon sage, gibt es bestimmt extrem Shitstorm, aber weil man ja immer so sagt, was ist normal? Ja. So. Aber für mich, das ist auch einfach mal, also gut, ich kann ja meine Meinung sagen, für mich ist halt normal, ohne das auch gar nicht abwerten. Die können von mir aus alle rechts, links in die Ohren sich schneischieben, rechts schneischieben, in alle Löcher, die sie haben. Egal wie rum, es ist mir egal. Darum geht mir es nämlich gar nicht. Es geht nur darum, weil jetzt ist es so, mir vermischen jetzt so viele Dinge. Es ist nicht normal, dass ein Mann auf eine Frau, dass Frau auf eine Frau steht und ein Mann auf einen Mann. Das ist nicht normal, aber das ist noch was, was man ja noch irgendwo akzeptiert. Ich akzeptiere es auch, wenn einer Frau ist und denkt jetzt, er muss ein Mann sein. Akzeptiere ich auch. Aber lass doch die ganze Scheiße da hinten raus. Was muss man das denn jetzt noch so aufbauschen? Ist ja okay. Müssen wir, warum muss jetzt jeder, was weiß ich, weil ich jetzt blond bin, kriege ich mir jetzt alte Stempel Barbie, also ist ja genauso ein Stempel, ja. Aber da muss ich jetzt die flacke Barbie-Puppe dann hochhalten, weil ich auf Pink stehe, blonde Haare habe und dünn bin. Was weiß ich, was so die Merkmale sind. Ja, okay, Ja. groß fehlt noch. Groß und 90, 60, 90. Aber welche so, also keine Ahnung, muss ich mir dann jetzt die Flagge hochhalten? Das ist Ja. halt dann, ich verstehe es halt nicht. Ja, für meine Verhältnisse Oh. wird das Thema auch viel zu sehr aufgebauscht. Für mich kann auch jeder sein, was er will, und wer sich als Ja? Pferd fühlt, soll sich als Pferd fühlen. Das gibt es ja auch anscheinend schon. Von mir aus, ich bin Ja. der Meinung, dass wir ganz andere Probleme haben.
wie das Problem, wer auf was für ein Geschlecht oder wer sich wie fühlt, soll jeder machen, wie er will, soll man mal Ja, Ruhe lassen. Aber wir genau. müssen nicht alles über dieses Thema thematisieren. Genauso wie ich persönlich als, sage ich mal, soll ich das jetzt nennen, als Normal. Migrantenkind oder Ach so, so. ja, genauso nicht verstehe kann, wie man jetzt so riese Welle um das Thema Rassismus macht. Ja, Rassismus ist nicht schä, Rassismus gab es schon immer, aber ich muss jetzt auch nicht so, keine Ahnung, so riese Welle drum machen und was weiß ich, also weißt du, was ich meine? So Ja, ich als finde es halt arm nur so. angesehen wäre und ja, du bist so arm, weil du bist schon halbe Asiate und weiß ich nicht und da wird man jo, Aber. ja, also weißt du? Ja, aber ich finde es halt A. Ich finde halt, also so die deutsche Flagge, was du am Anfang gesagt hast, ja, finde ich halt aber A. Und es ist ja bei allem so, ob es jetzt um den Fußball geht oder um sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, also ich würde, es kommt aufs Land an, würde ich mir schon überlegen, ob ich da jetzt eine Flagge raushole oder nicht. Ja, klar, ist Weil so. du jetzt gerade gesagt hast, du warst im Ja? Urlaub. Und ja, Ja? also deswegen denke ich mir halt so, ja, Wäsche halt so, keine Ahnung, also egal was, egal wer, aber ich will jetzt gar keine Nationalität nennen, wer, also wenn die, ich finde es halt immer so lustig, ich spreche dann auch manchmal mit deinen Leuten oder so, wo jetzt eine andere Nationalität sind, wie vielleicht du. Dir ist es scheißegal, aber ich kenne viele, wo ich genau weiß, das sagen die mir jetzt zwar so ins Gesicht, aber hinterher denken die sich was ganz anderes. Und das finde ich dann halt so, ja, ist halt befremdlich. Also ich würde mir auch überlegen, überhaupt hier Flak rauszuhängen. Also Ja, meine gut, Mutter. ich habe damit ja eh nichts zu tun, ja. Und ich bin du jetzt Ja. auch kein Natri, also ich bin du jetzt auch nicht so der Typ für Flagge. Also nein, nein, also weißt, ich könnte jetzt, ach du so Glenny Mod, ich könnte jetzt auch auf Holiday und Eis gehen oder was weiß ich denn, Holiday und Eis so auf wenn Deutschland durch Schlittschuh läuft oder so, würde ich auch kein, aber weil ich allgemein, ich würde auch keinen Schal anziehen, keinen Fußballschal, welches so, kein FCK-Schal oder sonst irgendwas, deswegen schon nicht. Aber die Leute, die es wollen, verstehe ich, dass die Hemmungen haben oder dass sie es nicht machen. Und das finde ich halt traurig. Aber das ist ja halt schon immer der Stempel, den wir schon lange haben. Und wenn wir an die loskriegen, und ich habe das Gefühl, je mehr die Leute über verschiedene Facetten und Richtungen und heute sind wir blau, morgen sind wir grün, übermorgen sind wir das und morgen muss ich ein Mann sein, übermorgen trans und also keine Ahnung, das wird ja immer dümmer. Also Ja. sorry. Ich habe das Gefühl, die Menschheit wird immer dümmer, weil wir uns über so viel Gedanken machen, die unnötig sind. Mach doch einfach, also ich finde es ganz toll, dass jetzt jeder so leben kann, wie er will. Ja. Aber jetzt lebt jeder, der schwul, lesbisch, quer und ich weiß nicht, wie die sich alle nennen oder was es so alles gibt. Ich kann halt nicht mehr mitretten, weil es sind jetzt schon zu viele Begriffe dafür. Ja. Finde ich ganz klasse. Aber die könnten ja auch mal, wir könnten ja mal drüber sprechen, dass ich mich wieder heimisch fühle. Ich würde mich auch Ja. gerne mal wieder heimelig fühle. Ist ja schade, dass jetzt wieder. Ich finde es halt so lustig, es wird immer nur eine Gruppe bearbeitet. Ja. Das ist halt das Problem, weil man sich nur auf eins versteift. Statt dass man vielleicht mal die Allgemeinharmonisierung anstrebt, ja? Und Ja. domo Regle aufsetzt oder was weiß ich, andere Regle für alle. Weil wir müssen ja alle Ja. jetzt dort leben. Es ist ja jetzt halt Ja. so, sind jetzt alle da. Muss auch keiner mehr jetzt gehen, ist ja auch in Ordnung. Muss ja auch nicht. Ich meine, ich wollte auch nicht, die Jahr später rausgeschmissen wäre, wieder aus dem Land, wo ich mir jetzt vielleicht was aufgebaut habe. Alles gut, finde ich auch gut so. Du bist auch da. Ist es so? Aber dann muss man doch mal do was finden, wie jetzt nur so, schade, dass jetzt die Quere mal draus sind. Ich bin mal gespannt, wann die Kleine draus sind. Wann ich immer Model werden kann. Wann ich immer zu der Heidi Klum auf den Laufsteg darf. Mit Bredeschultre, mit Fitnessbody im Vergleich zu anderen jetzt, ne, wenn ich jetzt so. Bin ich mal Ja. gespannt, wann ich schon mal auf den Laufsteg darf. Bei der Zeit. Ja, also ich mit zu dem Also, so weißt du, was Flaggenthema. ich meine? Das ist Ja. halt alles so gemischt. Das ist so, Ja. und es spielt auch alles miteinander. Es hat alles eine Verbindung. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist alles miteinander verbunden. Ja, also ich sage mal so zu dem Flaggenthema, was du gesagt hast. Meine Mutter hat, also ich war so erschrocken, so was Deutschland spielt. Ich habe gar keine Flagge mitgenommen, ne? Und meine Mutter hat gesagt, ja, sie hat noch überlegt, ob sie das Deutschland-T-Shirt mitnehmen soll, aber da hat sie gedacht, nee, sie kriegt aufs Maul, sie lässt es mal lieber da. Ja, siehst du, die Ja. Leute haben halt Angst. Und dann habe ich gesagt, ah, Mama, wieso hast du mir nichts gesagt? Ich hätte mal zumindest mal meine Autofleckche mitgenommen, weißt du, so halt. Aber ja, also der Witz ist ja der, dass viele, sage ich mal, die aus einem anderen Land wie Deutschland ursprünglich kommen,
die Deutsche auslachen dafür, dass sie sich nicht trauen, die Flagge zu zeigen und dass sie keinen Nationalstolz haben. Also die verachten die Deutsche dafür. Aber andersrum, wie du sagst, ist es so, wenn dann jemand zu viel macht, ist er gleich wieder der Fascho. Also ja, du kannst halt irgendwie in dem Bezug kein Recht machen. Ich persönlich finde, jeder hat das Recht, seine Flagge zu schwingen. Und die ganze Sache, dafür kann keiner mehr, was der hier jetzt noch in Deutschland lebt. Und es hat auch damit nichts mehr zu tun. Es ist schwarz-rot-gold, fertig aus und es ist unser Flagg. Und man kann die auch zeigen. Das ist meine Meinung dazu. Und mit dem Ganzen, was du sagst, mit dem Ganzen quer und hin und vorne, sehe ich genauso. Weißt du, ich möchte nicht, sorry, ich möchte, es ist das Jahr 2024 und ich möchte nicht darauf reduziert werden, dass meine Mutter chinesisch-malaysisch ist, ich aber in Deutschland geboren bin und mein Vater deutsch ist. Ich möchte als Mensch wahrgenommen werden und ich möchte bewertet werden auf die Leistung, die ich erbringe und auf den Mensch, der ich bin. Ich bin ein Mensch und der Rest ist mir egal und ich will nicht nur irgendwelches Mitleid, weil, oh, du hast schon Misere. Ja, ich habe Rassismus am eigenen Leib erfahren von klär auf, weil bei mir war das nochmal ganz andere Hausnummer, wie das heute für die Leute ist, die sich dann angesprochen fühlen, weil vielleicht einer sagt, einen falschen Ausdruck benutzt für deine Hautfarbe. Du weißt ja bald nicht mehr, wie du die Leute aussprechen sollst, dass du sie nicht beleidigst oder nicht klar irgendwie was diskriminierend ist, ja. Außer die Farbe weiß, das ist okay. Ja, super. Ja, also. Wäsche. Also ich Als ich möchte zu mir das sah, ich nicht. bin ein Weiße. Also das ist okay. Ja, ich möchte das nicht und ich möchte auch nicht darauf reduziert werden, dass ich eine Frau bin und ich bin die Frauenquote und ich irgendeinen Job kriegen soll, nur weil ich die Frauenquote bin und was weiß ich mehr verdiene, wenn ich, keine Ahnung, was es für Diskussionen gibt. Ich möchte als Mensch, der ich bin, wahrgenommen werden und alle anderen Diskussionen will ich einfach nicht. Das ist Genau, meine Meinung. wenn wir nämlich nur mal auf das Thema Mensch gehen würden, dann müsste Ja. man nicht diskutieren, da würden alle gleich verdienen. Du wärst nicht einer Ja. mehr wie der Anna. Ja. Ich meine, ich sag mal, wenn man jetzt mal ganz vom Thema abkommt, als Frau bist du im Endeffekt immer das Arsch, ist Arsch, Entschuldigung, Ja. weil wenn du eine hohe Position hast und ich kann da mitreden, ich habe eine hohe Position, entweder kriegst du no Gehalte, wenn du, sag ich mal, in Anführungszeichen zu Tussi bist, kriegst du no Gehalte, du hast was mit dem Chef gehabt, dass du die Position hast, also du hast auf gut Deutsch gesagt, hochge, ne? Wird dann halt gebabbelt. Oder du kriegst gesagt, ja, du hast den Job gekriegt wegen der Frauenquote. Aber keiner redet davon, dass du den Job hast, weil du einfach gut bist und weil du deinen Job gut machst. Und du hast vielleicht auch bessere Zahlen, wie ein Mann die Zahlen hat oder so, ja. Aber, weißt du, was ich meine? Hinterrum, ich meine, bei mir geht's noch, weil ich bin erstens nicht so Tussi, zweitens, sorry, ich halt immer, bin ich nicht blond, weil blond wird ja immer gleich das No gesagt, ne? Ja, ich Aber weiß. ich habe schon blonde Kolleginnen gehabt. Und da wird dann halt gleich so gerät, ah jo, die hat do, die hat bestimmt Wäsche, keine Ahnung was, hat sich so hochge, ne? Und epläht und keine Ahnung was, obwohl die Leute vielleicht ein Studium haben und keine Ahnung, wirklich total Chlor im Kopf sind und voll die gute Idee, wird es dann halt so in den Vordergrund gestellt, ne? Ja, bei mir Finde ich halt aber auch. auch assi. Also bei mir auch. Ja. Aber es ist egal, welche Haarfarbe ich habe. Wenn ich dann schwarz bin, dann ist es, dann finden Ja. sie was Neues, dann ist es, weil ich klein und süß bin. Mich, also Ja. es ist egal. Also bei mir ist echt schwierig. Also ich sage mal so, bei mir ist es auch wirklich schwierig, weil ich bin klein, ich bin blond. Oder zum Beispiel, was ich letztens gehört habe, also wir haben nur mal drüber gesprochen, mein Chef und ich. Ah ja, die Shalimar mit den langen Augenwimpern und so, blonde Haare, bisschen Nägelchen gemacht und so. Ja, aber der Witz ist, hätte ich jetzt so Schippe wie ein Ass, wie so erwische. Ich weiß noch früher, wie ich eine Kisch geschafft habe mit meiner und hab noch durfte noch kein Nägel machen, wische. Ja. Da habe ich in eine Kisch gehabt, wische, wie dumm mein Näschel ausgesehen, da habe ich mich bei geschämt. Da hat auch jeder was gewusst. Ah, steht mein Näschel, wie die aussehen, ob ich sie abkaue. Nee, die waren halt einfach spröde. Und ich habe so Nägel und das habe ich bis dato nie weggekriegt, weil ich halt immer als Kind da schon in die Kiste helfen muss. Die, wo sich so aufspalten, die machen so. Ja. Ich weiß ja, wie das heißt, aber so wie bei der Horse, das Ja, splitzt, so macht es das auch ja. bei meinen Nägeln. Und dann brechen die halt ab, weil die ja dann um die Hälfte dünner werden an der Ja, Stelle. Und ja. halt immer vorne und dann brechen die halt ab. Ja, so, also Wische auf der anderen Seite soll ich gepflegt und ordentlich dohocke. Ja, aber was ist denn jetzt das richtige Maß? Muss ich dann dunkelblond sein? Also soll ich dann lieber Straßenköderblond sein? Aber dann bin ich ja wieder unauffällig. Aber in der Beratung, also ich bin jetzt aber Berater, ich muss so irgendwie auffallen, aber dann darf ich auch nicht dumm wirken. Ich darf nicht tussig wirken, ich muss aber Chef sein. Ja, aber es gibt nicht alles. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe auch Kolleginnen, gerade wie gesagt, ich bin in der IT-Branche, ich habe Kolleginnen, die machen sich jetzt vielleicht nicht so viel aus der Optik, die sind dann aber halt auch insgesamt vielleicht ein bisschen introvertierter oder so. Ja,
Die sind dann aber nichts für den Job. Ja, aber die, wo dann so sind, wie du sei sollst, dass sie aber auch mit meinem Mann vielleicht gleichhalten können, das sind dann aber auch meistens Frauen, die halt gut aussehen oder die was, nee, falsch, die mehr aufs Äußere legen und dann vielleicht auch mehr Ausstrahlung haben im ersten Moment. Ja, also Ja. was? Ja, also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ja auch aus einer männerdominierten Branche und bei Ja. mir war es so, dass ich für Abse also du musst dir das so vorstellen, ich bin eine Frau, war jo zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, auch relativ jung, also unter 30, war vom Studium, also hast du eh schon den Stempel weg, ne? Also du bist de, das dappische, die dappische Frau als Student, ne, und kommst du Ja. und kriegst gleich eine große Position. Mein Mitarbeiter, egal ob ich jetzt sei ich mal in der Filiale als Filialleiter war oder halt im Außendienst, waren in der Regel älter wie ich, zum Teil doppelt so alt wie ich fast. Also ich hätte gerne die Tochter sei. So, also ich könnte, konnte mir nicht leisten zu sagen, ich komme doch jetzt halt im Kostüm mit Stöckelschücher, ne, mit den Nägeln und so, weil die hätten mich gar nicht, die hätten gesagt, ah, guck der Modi, oh, was ist denn das? Also die hätten mich gar nicht respektiert. Ne? Also musste ich zwar ordentlich aussehen, adrett, aber irgendwo, ach so, dass ich mein Mann stehe kann, ne? Also deswegen, es ist halt, es ist schwierig. Aber deswegen sage ich, schä wäre es doch, wenn wir alle als Mensch wahrgenommen wäre würden für unsere Qualitäten, die wir haben, und nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten und auf irgendwelche Sachen reduziert wäre würden, auf irgendwelches Aussehen, auf das, was wir stehen, auf das, wo wir herkommen. Es wäre schä, wenn man sich ums Wesentliche kümmern würde, weil dann wären wahrscheinlich viele Firmen und auch die Politik bei uns und alles Mögliche wären vielleicht viel weiter, wenn jeder mal vor seine eigene Haustür kehren würde und mal für sich gucken würde, was er für die Gesellschaft machen kann. Also was kann er mitgeben, dass die Gesellschaft ein Stück weit anders wird oder verbessert wird? Was kann jeder Einzelne tun? Weil dann wäre die Welt einfach besser. Ist einfach so. Das ist meine Meinung dazu. Das Wort zum Sonntag. Obwohl kein Sonntag ist. Punkt. Ja, Punkt. Also, Das war es doch war gut, die hitzige, Abschlussrede, oder? ja, es war eine hitzige Diskussion mit euch. Mir hat sehr gut gefallen. Das müssen wir wiederholen. Von Arschback auf Kuhrobacke, wie das beim Stammtisch so ist. Wie Hat immer. jetzt Ja, aber es nur, gehört ja auch irgendwo zusammen. ja, so ist es. Hat jetzt nur das Bier gefehlt. Ich habe leider nur Tee. Die Jessnan hat ihren Drink, ihren Quasi. Becher. Die Anna hat Aqua. Das ist Water. Ja. Water. Ja, also schön, dass wir da waren. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen und hören uns die nächste Macht's Woche. Juri. Servus, Alada. Ciao. Tschüss. Jessie, wir müssen aufpassen, wie wir was zeigen, weil es könnte uns nahegelegt wäre. Keine Ahnung, was wir damit meinen. Vielleicht sind Herzen auch diskriminierend in Zukunft. Nee, machen wir lieber Herzen. Das steht für Love Light oder so. Weg so, keine Ahnung. Ja. Geht bei mir Jessie nicht. kann. Ne? Okay. Was? Alles klar. See you. Ciao.